So, ich habe so das Gefühl, dass man auch wieder zurückgehen könnte oder reiten könnte. Ich habe das Gefühl, dass ich wieder was machen könnte. Geschäftsaufträge etc. Safran. Lass los! Das hat ja gut geklappt. Ich habe nichts damit zu tun. Das hat ja gut geklappt gerade, als ich hier den Boten aufgehalten habe. Ich bin gerade auf die falsche Seite geritten. Naja, ist ja auch egal. Wir müssen jetzt zur Tiberinsel. Und ich hatte das Gefühl, dass wir wieder einen Geschäftsauftrag gemacht haben, weil uns das angezeigt wurde. Oder zumindest können wir ja mal kurz nachgucken, was für Geschäftsaufträge wir machen können. Denn das sollte man immer. Freunde, was auch immer euer Künstlerherz bringt, ich habe es. Schatzkarten. Geschäftsauftrag. Geschäftsauftrag. Pomanda fehlt uns noch eins. Amber fehlt uns noch eins. Und Papava Silvaticum fehlt uns noch eins. Vielleicht ein anderes Mal. Ja, vielleicht ein anderes Mal. Aber wir können ja den hier noch mal ausbauen. Denn wir haben ja genug Geld. Also 5000. So am Anfang des Spiels hatten wir eine AC2 jetzt nicht. Ich denke, das kann man so unterstreichen. Diese Stiefel. Beutel. Zu teuer. Zu teuer. Zu teuer. Geschäftsauftrag. Seide fehlt uns noch 1 von 8 und Kardinalspurpur auch 2 noch. Kleidung färben. Lass wir auf Assassin Weiß. Eigentlich interessieren uns hier nur die Beutel. Die schwere Schwertscheide ist eigentlich egal. Die Rauchbomben haben wir eh noch keine. Somit, aber die Rauchbomben. Erste schaltet Rauchbomben frei. Stimmt, ja, stimmt. Ja, ja. Mhm. Mittleren Köcher mit 6700, also müssen wir noch ein bisschen sammeln. Oh, ihr scheint euren schlechten Geschmack beibehalten zu wollen. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Andiamo! Kein Geld da? Ich habe Grafen. Treue haben wir ja schon. Heilung! Tränke! Apothekenbedarf ist voll. Wo haben wir denn unseren ersten Arzt gemacht, Alter? Wo haben wir denn den ersten Arzt? Genug, Kanaille! Bitte, lasst mich einfach. Ich habe nichts damit zu tun. Sorry, Pferd. Ich habe einen besseren Ersatz gefunden. Naja. Jedenfalls werden wir jetzt, denke ich mal, die Mission starten. Und zwar, wow, hier. Obwohl, wir haben noch jede Menge Nebenmissionen eigentlich. Jede Menge Kurtisanen-Missionen etc. Die auch in der Nähe oder näher liegen würden. Da hätten wir noch einen Diebesauftrag. Den machen wir mal. Wo
Kurtisanenauftrag. Denn Hauptmission, ja, kann warten, meine Freunde, kann warten. Noch will ich ein paar Nebenmissionen machen. Um auch noch ein bisschen Money zu verdienen. Und auch, ja, halt auch die Nebenaufgaben, ja, sagen wir, Frucht zu halten, beziehungsweise jetzt aktuell zu halten, sozusagen. Ja, hier ist auch noch ein, ja, der ist jetzt weggelaufen, egal. Buongiorno, Ezio. Wir verführen die mächtigsten Männer Roms. Doch einige von uns lassen sich auch selbst verführen. Folgt Giulietta. Ich denke, sie bringt euch zu ihrem Auftraggeber. Alte Angewohnheiten. Giulietta folgen, um ihren Auftraggeber zu finden und zu eliminieren. Das Ziel mit einem Attentat aus einem Versteck heraus eliminieren. Ja, Verfolgungsmission. Naja, sind jetzt nicht die geilsten, aber naja. Ja, wir müssen Giulietta finden. Um an seiner Seite diese Cheetah von den Ratten zu befreien. Pass besser auf, Freundchen! Es war nett, dass der Erzbischof persönlich kam, um sich unsere Misere anzusehen. Okay, wir folgen ihr. Warte la carità. Kannst ruhig weitergehen. Sie sich wieder um. Tut sie. Ja, ja, Giulietta, was machst du nur? Schaut sich die Umgebung an, oder was? Ah, jetzt dreht sie sich um. Was macht sie jetzt? Mal aufs Dach. So erkennt sie uns nicht so. Wir haben ein bisschen mehr Beinfreiheit, würde ich mal so sagen. Und noch, also wir können noch ein paar Borgia-Banner einsammeln. Würde ich mal so sagen. So, Gott sei Dank noch gerade so gerettet. Wohin geht sie? Giulietta, wohin gehst du?
starke Fortbewegung. Ah. Meine Fresse, das war ja einfach. Er hat ja nichts gecheckt, der Typ. Ich wusste nicht, dass der Bastard ein Verräter ist. Du bist nicht mehr willkommen in der Rosa in Fiore. So harte Worte von unserem lieben Ezio. Aber 100% Synchronisation. Das ist das, was wir wollen. So. Jetzt müssen wir eigentlich noch einen Kulisan-Auftrag haben. Wo sind wir hier? Was ist hier in der Nähe? Anzeige einstellen, Sekundärerinnerung. Alles aus. Erstmal Kurtisanaufträge, ein Diebesgilde. Auftragsattentate, Christina-Mission, machen wir mal ein. Tempelagenten. Die tun wir mal rein. So, wo sind wir hier? Ich denke, wir werden. Wir können das machen, wir könnten dies machen. Da oben ist noch was. Aha. Jo. Ich denke, wir arbeiten uns. Wir machen den hier. Und dann arbeiten uns langsam voran. Und jetzt wieder eine Diebesmission. Komm her, Pferdchen. Oh, 2699 in den Banktresor eingezahlt. Das ist doch schön. Aber wenn sie nicht wusste, also ich rede jetzt von Giulietta, wenn sie nicht wusste, dass der Typ ein Verräter ist, warum hat sie sich dann die ganze Zeit umgedreht? Ja, okay, vielleicht, weil sie ja gedacht hat, sie würde zu den Guten gehören und die Templer würden sie verfolgen statt mir. Hier hoch schon. Das ist liegt ja jetzt hier. Man kann, also das heißt, man müsste Borgia-Türme machen. So, wir holen uns noch gerade das Borgia-Banner. Mehr will ich gar nicht. So. Hätten wir das auch.